Moin Moin und hallo, hier ist wieder Eiffel22 und ihr seht Black Ops 2. Ja, man glaubt es kaum. Ich spiele das in letzter Zeit eigentlich, würde ich fast behaupten, relativ häufig. Und deswegen habe ich jetzt mal eine schöne Runde Sniper und Tag 45 auf Carrier rausgesucht, die ich euch zeigen kann. Ja, war Kill confirmed. Ich habe dann auch mal aus einer Cap 40 aufgehoben. Direkt verwendet. Und dann habe ich es auch wieder gelassen. Ja, ich wollte einfach mal den Theatermodus von Black Ops 2 ausprobieren, weil sie bieten ja auch die Create a High Reel Funktion an. Also dass die... Nein, Highlight Reel, nicht High Reel. Sie bieten an, die Highlights eines Spiels zusammenzuschneiden. Ich weiß auch nicht, was da los war. Und das wollte ich mal ausprobieren und das scheint eigentlich ganz gut zu funktionieren. Denn ich... Viel mehr Highlights hätte ich da auch nicht rausschneiden können. Das sind so ziemlich alle Kills und der Rest wurde halt rausgeschnitten. Ja, ist ja gar nicht schlecht. Und ich wollte auf die Waffen-Reviews nochmal zu sprechen kommen, die ich mal gemacht hatte in grauer Vorzeit. Ja, ich habe mir überlegt, weil ich mag es auch nicht, wenn YouTuber irgendwelche Projekte anfangen und dann nach zwei, drei Videos sagen, nö, keine Lust mehr. Deswegen dachte ich mir so, ja, ey, das ist doch kacke. Und ich meine, es gibt zwar sehr gute englische Waffen-Reviews, aber vielleicht gibt es auch sehr gute deutsche, aber ich habe da nicht so den Überblick und ich denke, in der deutschen Community ist das nicht ganz so groß vorhanden und durchaus mal was, was man machen kann, wenn man da Bock zu hat. Und ich hätte da Bock zu. Ich habe ja jetzt auch Ferien. Schönerweise, freue ich mich. Und da werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen Black Ops 2 spielen. Vielleicht sogar relativ viel. Und ich würde das hier, Quickscope, Hitmarker und so, ne? Und ich würde das vielleicht so machen, dass ich Waffenreviews mache in der Reihenfolge, wie ich Bock drauf habe. Und nicht in der Reihenfolge, wie man sie freispielt. Aber auch das kann sich ändern. Aber ich versuche auf jeden Fall demnächst wieder Waffenreviews zu machen. Ich versuche jetzt erstmal vernünftig Gameplays zu erspielen. Und dann kann es wieder losgehen. Außerdem wollte ich euch noch einen YouTube-Kanal empfehlen. GameFrame TV, durchaus empfehlenswert. Die bringen wöchentlich Gaming-News zu allen interessanten Spielen. Oder auch Indie-Spielen manchmal oder Mods. Was halt so Neues passiert auf dem Gaming-Markt. Und ich werde die mal verlinken. Kann ich auf jeden Fall mal empfehlen. Ist immer so das 10-Minuten-Paket der Informationen und... Ja, nee, Noscopes funktionieren hier nicht. Und das kann ich durchaus empfehlen. Also, falls ihr mal Lust habt, könnt ihr da mal reingucken. Und ja, das ist jetzt hier der letzte Kill und ich verabschiede mich.